Moinsen Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Infinity. Und heute möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar, man hat es ja in den ein oder anderen Streams oder generell in den Folgen gesehen, dass diese Türen mich immer wieder trollen. Und deswegen werden wir heute mal so einen Player-Detektor bauen, beziehungsweise zwei Stück. Ich mache hier erstmal ein bisschen sauber, beziehungsweise vorher machen wir dann mal eben wieder normalen Stone davon. Und von dem hier machen wir normalen Cobblestone. Und dem hier machen wir ganz normales Marble-Gedöns. Und bisher scheint es so zu sein, dass diese olle Kiste hier online bleibt. Ich hoffe, das verhält sich auch so. Des Weiteren hoffe ich auch, dass unser Chicken Chunks Chunk Loader unseren Chunk hier heilen lässt. Ich versuche so, also möglichst nach jeder Folge irgendwie so ein kleines Backup zu machen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Hier oben sind die guten Kollegen. Player Detektor. Ich möchte den Advanced machen. Einfach so, weil ich es kann. Wahrscheinlich kann. Weiß ich ja nicht genau. Aber wir werden sehen. Haben wir hier Stone und ein bisschen Quarz. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele wir brauchen, aber wahrscheinlich zwei, ne? Genau, zwei Stück. Die könnten wir auch einfach gleich da reinschmeißen, dann haben wir es leichter. Und des Weiteren brauchen wir, ja, das Ding im Prinzip nochmal. Und jetzt gucke ich nochmal eben, was fehlt. Wir haben nämlich alles da. Perfekt. Diesen Player-Detektor brauchen wir gleich auch, um den normalen, oder beziehungsweise den Advanced-Player-Detektor herzustellen. Wither Skeleton Skull, ernsthaft? Was fehlt denn alles? Achso. Ja, dann machen wir uns eben noch ein Ender Eye. Blaze Powder haben wir auch noch dabei. Sehr gut, gefällt mir. Dann haben wir noch ein Ender Eye. Ich spreche das absichtlich so aus übrigens. So, Kompass haben wir auch da. Und schon haben wir einen Advanced Player Detector. Ich baue erstmal ein, weil ich muss erstmal gucken, wie das funktioniert hier. Und der macht im Prinzip dasselbe wie die Druckplatte nachher. Der sorgt dafür, dass die Tür sich öffnet. Nur, dass wir nichts mehr drücken müssen und dass es einfach so solo-mäßig automatisch geht. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Ding hinpflanzen. Denn hier ist, glaube ich, das Signal vom Teppich. Ich hau mal das Ding hier weg. Jetzt, Ah, wir hören schon, es funktioniert. Oh, die Ranch müsste eventuell ein bisschen kleiner gemacht werden. Ich mache die mal so auf 3. Nur zum Testen. Und schon geht die Tür auf. Ja, cool. Das heißt, diese olle Pressure Plate, die kann endlich weg. Diese Red Wool kann weg. Und im Prinzip... Ja, läuft super. Davon brauche ich noch so ein Ding. Jetzt brauche ich noch mal eben ein bisschen Wut. Am besten gleich zwei Stück. Und falls wir noch haben, Red Carpet. Haben wir nicht mehr. Haben wir noch Wool? Wool, ach, siehst du, hier. Ach, siehst du, ich habe das mit den Covern gemacht. Genau. Ja, gut, alles klar. Dann nehme ich davon nochmal zwei Stück mit. Und dann sollten wir das Ding hier. Ach, das ist super. Das ist echt super. War, glaube ich, auch ein recht häufig gewünschter Vorschlag aus der Community. Und jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Ja, ich muss zugeben, das war für mich immer so ein, verdammt, so ein nebensächliches Ding, sage ich jetzt mal. Aber so auf Dauer kann das schon ein bisschen nervig sein. Das Ding hat ja anscheinend noch einen Anschluss, okay. Ich brauche mal eben hier so einen Hilfsblock, genau. Und da werden wir den zweiten Player-Detektor hinstellen. Zweimal das Ding. Das brauchen wir wahrscheinlich nochmal. Dann, was fehlt noch? Ach ja, das Ender-Ei. Gut, dann haben wir schon mal den normalen. Und jetzt nochmal eben zum Thema Advance. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kompass. Ach ja, genau. Ich habe ein Ender-Ei zu wenig gemacht. Und dann haben wir den nächsten Advanced Player Detector. Ja, wunderbar. Es sind zwar jetzt ein paar Wither Skulls draufgegangen. Und hier müssen wir nochmal ran, denn so klappt das nicht. Warte mal, ich mache hier nochmal eben... Wo ist denn das Holz hin? Ach ja, das hatte ich unten hingestellt, genau, warte mal. Dann nehme ich nochmal eben... einmal Wut mit. Ist ja egal, wie das aussieht, weil... kommt ja sowieso der Teppich drüber. So, und jetzt müssen wir mal eben hier runtergehen. Nee, hier neben ist blöd. Ich gehe mal... Gehen wir hier vorne runter? Ja, komm. Testen wir mal. Ich möchte mit der Lumber-Extra ehrlich gesagt nicht beigehen.
Genau, hier fehlt nämlich noch der Anschluss anscheinend. Warte mal. Genau, jetzt haben wir es. Okay. Dann kommt das Ding dahin. Achso, war ja schon drin. Okay, eventuell müssen wir die Ranch ein bisschen größer stellen vielleicht. Jetzt komme ich hier, doch da komme ich noch ran. Machen wir mal 4 Blöcke. Hier können wir dann bald zubauen. Es wird nicht perfekt gehen, sodass wir einfach stumpf durchlaufen können. Das steht fest, weil dafür laufen wir generell sowieso zu schnell. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich hier noch irgendwie rein? Ich muss mich mal eben hier durchbauen. Sorry. Mr. Wand. Der kann eigentlich auch wieder weg, weil das war sowieso nur ein Hilfsblock. Genau, machen wir Ranch 4. Und die olle Kiste bauen wir jetzt zu. Gut, jetzt ist die Tür halt offen, wenn wir hier craften, aber naja, mein Gott, macht ja nichts. Ich brauche nochmal eben Stone. Ich nehme mir einfach mal 4 Stück mit, klar, ich bin so blöd. Ohne Worte, ich sag einfach nichts dazu. Ich wollte eigentlich die nochmal eben herstellen, so 4 Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin, da den Button herzustellen. Naja, ist ja egal. So, dann machen wir hier auch dicht. Und dann haben wir hier endlich mal das Loch gefixt. Und hier haben wir auch noch ein Loch. Warte mal, 1, 2, 3. Dann haben wir das auch zu. Schön. Sieht schon viel, viel besser aus. Jetzt zum Thema Deep Storage Units. Ich werde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Kollegen hier funktionieren. Also ich meine vom Chunk Loading her, dass das funktioniert. Ob das der Fall ist, werden wir sehen. Achso, da kommt ja momentan nichts, weil die Ender Quarry nicht läuft. Naja, umso besser. Müssen wir mal schauen. Wir hatten hier Limestone und hier hatten wir Gravel. Und das war Endstone und Cobblestone, genau. Jetzt die nächste Frage ist halt die, was brauchen wir noch? Wir brauchen Marble aus dem System raus, dann muss Andesit aus dem System raus, Granit und Diorit. Und das würde ich sagen, machen wir mal eben safe. So, Marble kann schon mal rein, Andesit kann schon mal rein, Granit kann rein und Diorit kann rein. Okay. Achso, ich hätte glaube ich noch ein paar ME-Kabel mitnehmen sollen. Nun gut, wir haben noch welche da. Sollte eigentlich klappen. Und auch das sollte im Prinzip reichen. Weil dann können wir die nämlich schon mal anschließen. Dann geht es jetzt im Prinzip um die Exportgeschichte. Wir haben ja einmal Marble. Genau, jetzt brauche ich mal eben einen Exportkollegen. Der kriegt dann einfach Marble hier rein und hier Acceleration Cards und wird dann erstmal angeschlossen. Genau. Hier hatten wir Andesit. Das heißt, hier kommt dann der nächste Exportbus hin, der dann den Andesit hier raushaut. Und auch der Kollege kriegt natürlich ein Kabel. Ist ja logisch. Und natürlich seine Acceleration Cards. Läuft gerade nicht so schnell. Aber macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Gut, das heißt, Marble und Andesit haben wir erstmal abgebacken. Hier ist jetzt halt noch Granit und Diorit, genau. Das heißt, pass auf, die beiden, Marble und so, können wieder rein. Das kann erstmal rein. Das kann auch erstmal rein, weil wir sowieso nicht mehr Acceleration Cards haben. Der kann jetzt erstmal bauen, beziehungsweise raushauen. Und ich baue mal, oder mach mal eben Folgendes. Wir haben nämlich hier noch Storage Cells gebaut. Und die gönnen wir uns mal und gehen mal zum ME-System und packen das Ding da wieder voll. Was wir dann auch noch machen müssen. Wir haben hier ja unsere Crafting-Computer, die aber noch nicht alle aufgewertet sind. Und das ist das nächste Ding. Oh, hi Creeper. Und ausleuchten müssen wir hier auch noch. Fällt mir gerade wieder ein. Ich weiß auch nicht wieso. Oh, voll. Perfekt. Ja, an sich sieht das ganz gut aus hier. Wir haben auf jeden Fall genug Speicherkapazität. Und nein, wir bauen keine 64K Storage Cells. Weil das so an sich super funktioniert. Warte mal, wenn ich jetzt hier 64 eintippe, dann können wir, oh, da sind sogar noch 2 Stück da. Nein, das nicht.
So, warte mal. Ich mach mal 7 Stück. Nein, ich mach nicht 7 Stück. Wir müssen noch mehr Silicon organisieren. Und das ist so eine Sache. Das müssten wir ihm irgendwie auch nochmal zeigen. Warte mal, kriegen wir denn eine hin? Warte mal kurz. Eine wäre schon ziemlich cool eigentlich. Jo, eine geht. Das ist schon nett. Wir müssen ihm irgendwie nochmal zeigen, wie das geht. Aber ich mache erstmal die normale Variante. Haben wir denn alles schon verbraucht? Ich hätte doch mal so viel hier hergestellt, aber anscheinend ja nicht. Na gut, ist doch nicht so wild. Wir haben ja noch Clay. Denn unser Sludge-Boiler ist ja jetzt aktiv mit dabei am System. Das heißt, ich crafte das mal eben wieder together. So, voll und schmeißt das ganze Zeug mal eben in die Sackmill hier rein. Sollte klappen. Und dann sollten wir auch auf jeden Fall ratzfatz unser Material hinbekommen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte mal eben die beiden Steine im Inventar loswerden. Und da schnappe ich mir am besten mal eben 2 Exportbusse, die ja noch nicht angeschlossen werden müssen. Machen wir einmal dahin und einmal dahin. Und hier war jetzt, genau, hier war Granit. Und dann war hier Diorit, ne? Genau. Können wir eigentlich auch gleich schon festlegen, ne? Einmal hier Diorit rein und einmal da Granit rein. Da kann auch nichts mehr schief gehen. Und hier haben wir schon 52.000 Andesit und 58.000 Marble drinne. Ich denke, das entlastet das System ungemein. Und die sind auch gleich durch, sehe ich gerade. Das ist noch besser. Sehr cool. Ja, nice. Wie schaut's mit Silicon aus? Sehr gut an sich. Ja, wie gesagt, das ist so ein Ding, das müssten wir ihm eigentlich mal zeigen. Aber das ist mehr so eine Livestream-Geschichte, glaube ich. Weil wir müssen ihm noch einige Rezepte mehr zeigen. Also nicht nur hier Silicon oder so. Nee. Oh, Glas. Da muss noch einiges mehr herhalten. Ja, jetzt reagieren halt die Türen immer, wenn wir hier rumlaufen. Aber das stört mich ehrlich gesagt recht wenig. Ja. Prozessor-Crafting fällt leider Highspeed-mäßig aus, aufgrund der Tatsache, dass hier dieses Applied Energetics Utilities oder wie das Ding heißt. Oder keine Ahnung was, wo diese Advanced Inscriber drin sind. Das fehlt hier leider. Aber da kann man nichts machen. Und der sollte gleich fertig sein. Das heißt, wir können schon mal einen Computer mehr, also mit mehr Crafting-Speicher ausstatten. Und das werden wir nochmal eben tun jetzt. Oh. Dann muss ich mich hier mal eben zwischenparken. Zack, zack, zack. Läuft. Online ist er noch nicht, aber das sollte eigentlich gleich passieren. Gucken wir gleich. Aber erstmal gucken wir. Nee, hier gucken wir. Hier sind jetzt gerade 20 von 32. Er ist online und hier sind 30 von 32. Das heißt, wir kommen oben bei den Storage Units auf jeden Fall hin. Läuft. So, als nächstes Solar. Haben wir denn da all... Ne, uns fehlt Lapis Lazuli. 3000 fehlen. Krass. Wie sieht's denn hiermit aus? Das funktioniert. Dann bauen wir einfach mal so ein Ding. Ist mal was Entspanntes für zwischendurch und brauchen tun wir es so oder so. Daher, ja, kein Problem. Irgendwas wollte ich gerade noch, aber ich glaube, ich habe es verdrängt. Ach ja, genau. Silicon. Da brauchen wir jetzt echt viel von, weil ich muss halt, wie gesagt, noch so ein paar von diesen 64K-Geschichten bauen. Das könnten wir eigentlich gleich mal so parallel in Auftrag geben, sofern wir natürlich genug Silicon haben, aber wir haben noch ein Minütchen. Ich gucke mal in der Zwischenzeit eben bei der Mob-Farm, ob wir schon ein paar weitere Seelen haben. 7 Stück. Da nochmal 2. Nice. Und wir müssen hier gucken, dass wir hier mehr... Oh, Alter. Dass wir hier mehr Möglichkeiten geben, wo wir Müll entsorgen können. Und das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool. Und dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.